Militärischer Hammer für Deutschland. Sie hat es möglich gemacht. Hey! Also das ist Julie. Die arbeitet schon ein paar Jahre für mich hier in Amerika. Wir kaufen hier Autoteile und die schicken wir dann nach Deutschland. Seit 2 Jahren klappert Julie für Michael Schrottplätze ab und verschifft die Teile. Wochenlang hat sie dafür gekämpft, die Ausfuhr der Hammer nach Deutschland zu ermöglichen, ohne dass sie vorher von der Army so entmilitarisiert werden, dass sie danach nur noch unbrauchbarer Schrott sind. Für Michael soll sich der USA-Trip lohnen. Ein Job für Julie. You know what you have to do? Find another 4 hammers, okay? And get that container loaded. Best by next week. Okay. Yeah? Yeah. Good. I give you a call when you landed, right? My last words are, I hope you guys appreciate these Hummers because they suck the life out of us. Buy them, drive them, enjoy them. That's all you get. So, geht das jetzt hier mal weiter. Einsteigen, anmachen, abhauen. Ja, mein Glück ist, die Julie wohnt ja hier. Die verpackt jetzt die ganzen Teile, organisiert den Transport, findet mir hoffentlich noch den einen oder anderen Hummer. Auf Wiedersehen! So, wir sind jetzt hier angekommen. Wir haben natürlich ein super Wetter, es ist scheiß Wind. Es fängt gleich an zu regnen. Super. Michael ist nicht allein. Julie ist Morlock Motors Amerika und hat den Geburtstagstrip organisiert. Und wenn wir sowas mit der Albatros machen, da ist die Julie immer dabei, weil mit der immer alles einfacher geht und jeder zugänglicher wird. Der Charme einer Frau als Türöffner zum Cockpit. Es hat wieder funktioniert. I've got to crawl in this hole. Okay, so I have to crawl under the pedals. Under the rudder pedals to get to the hole. From here. You would sit down there? Yeah! I'm gonna sit down here because my face will be right in the... Look at this. See? There's a glass bubble right in the nose of the plane. You could fit down here, I think. It's not true. We just landed in the water and I got to sit in the nose of the plane. Ja, das ist einfach furchtbar. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Es ist furchtbar. Wer kauft sich ein Flugzeug, das innen drin aussieht wie ein verschissener Afrika-Look-Puff? Kein Mensch. Are these cougars? Yeah. We picked that up in Africa. Nice. You picked it up in Africa? The material. Yeah. Who doesn't go to Africa for the material? We'll go out here to the airplane and we'll do a little walk around and then we'll head down to the lake. Good. So we go down to Lake Ashby and that's the closest one. That's where the young lady will be to take your pictures. If she will not be eaten by alligators, right? That's right. I told her to stay away from the water. Julie vertritt Morlock Motors in den USA. Normalerweise hält sie für Michael nach Ersatzteilen Ausschau. Heute nach Alligatoren. Okay, listen. I could not be in any more of a gator-infested place right now, because I'm trying to get video of Michael landing in the seaplane, and literally, this is gator heaven. Look at this. And they said that there are big alligators. And they'd come out anytime. So I'm really scared. Ich musste die Julie leider dahin schicken, wo wir die Wasserlandung filmen konnten.
Und da gab es leider außer Moskitos auch Alligatoren. Oh my God. Okay. They are so fast, yeah, yeah, you know. Faster than horses. You know? Yes. Because if they lay there, they look like, yeah, yeah, like you that. Know? Yeah, yeah. And then yeah, they get right. you. Yeah. I have big balls to stand out here right now. Like bait. I have huge balls right now. Huge. They're so big, I'm not gonna be able to fit them in the car. They're so big. Bisher war Michael nur Co-Pilot bei Wasserlandungen. It's very light on the controls, isn't it? Yeah, very light. Yeah. I fly with three fingers, basically. But you are born in that thing. Yeah, I think I wear the airplane. Yeah. This is just making me tougher, you know? This is really, it's just making me tougher. I'm videoing right now because I definitely heard something. I definitely heard something big, and it's right there in the woods, and I just know that one day, after I go missing, somebody's gonna find this video inside of an alligator that they kill. Oh my gosh. Okay, I hope they hurry with this plane because this is seriously dangerous. This is really dangerous. Let me explain something to you about alligators. There could be one right there, and you can't see them, and they're totally underwater. They're completely submerged, and you don't even know that they're there until the last minute when they lunge out to eat you alive. So now we look for alligators, submarines, there you go. Swimmers, boats, there you go. Everything, yeah? Yep, yep. Good. And she should be right down here in this peninsula sticking out in the water here. Oh my freaking gosh. I just heard another big gator. Oh my gosh. Okay. I can't do it. I can't do this. I can't stand out there anymore. Der Lärm der Motoren schreckt scheinbar Alligatoren auf. Julie flüchtet sich auf einen vermeintlich sicheren Steg. Okay. She's over there in the purple, or the pink, huh? Yeah. Rund 9 weitere Flugstunden benötigt Michael bis zur Prüfung. Für heute ist Julie aber erlöst. Fast. That was pretty awesome. Organisiert hat den Trip Morlock Motors Mitarbeiterin Julie. Also weiter, ne? Ist sie alle gefädelt, gebürstet, gefaltet und was weiß ich was haben. Ja, du musstest ja auch unbedingt hier so ein Model suchen. Du hättest ja auch ein Mädchen suchen können, was aussieht wie ein Kerl. Dann geht das schneller. Ja, aber da kriegst du keine Genehmigung und keine billigen Autoteile. Ja, das stimmt. Ja. Hey, good morning. Are you guys ready to go to the desert today? Yes, we are. Do you have water? No. We're going to the desert with no water? No, we're going to buy water. Komm, einsteigen, abhauen. That was crazy. This place is haunted. Michael, Julie und Fabian sind seit 5 Tagen auf US-Tour. Nach der Ersatzteilsuche in Kalifornien geht es heute weiter Richtung Tennessee. Hier hat Michael ein paar Spontankäufe getätigt. 3 Busse von 3 Verkäufern. Heißt auch 3 Stationen, die das Team ansteuern muss. So we've got to go grab the first bus, so we have enough time to get it on the road and get to the other 2 buses, which are a couple hours away. And this one has no air conditioning. And Fabian is refusing to drive the bigger bus. Because he's scared. I mean, you're such a little bitch. Ich fahr den kleinen Bus. Die ist doch hier, die hat doch Eier wie ein Typ. Die hat doch ein Reo gehabt und die hat Waffen bis unter die Zähne. Pferde, Traktor. Okay. He's like das kleine Mädchen. Fabiana drives a little bus. He won't drive the big one, so I have to drive the big one. Kleine Bus. Ja, kein Problem. Kannst auch draußen draufschreiben, ist mir auch egal. You know, I'm the man in our relationship. Ja, Julie hat schon mehr Eier als mancher Typ, ne? Da muss man sich sowieso warm anziehen. Aber Fabian und Julie,
Das sind so wie Brüder und Schwestern, die haben eigentlich nichts anderes zu tun, als sich den ganzen Tag auf den Sack zu gehen. It was a good trip. It was hot and it was long. Yes, you're sweating. And it would have been better if Fabian wasn't on it, but yeah, it was good. Letzte Woche noch gefahren und dann stand es in der trockenen Halle und da sind so viele Käselöcher drin wie in einem Schweizer Käse. So, wir fahren jetzt dahin, ärgern uns mit dem Typ rum, reparieren das Flugzeug und hauen hier ab. So, einsteigen, Abflug. Yeah. Oh my God. Could not be any hotter right now. Well, it could be, but then we would be on the surface of the sun. Here, let me do it. Beruhigend, wenn man als Chef hilfsbereites Personal an seiner Seite hat. Eigentlich. Come on. No, too slow. Oh, okay. You know, it has to be hot and touch. Hold on. Irgendwann kriegt's jeden. Ich brauche jetzt irgendwie so eine Lesebrille, damit ich diesen Scheiß hier zusammenlöten kann. Ist furchtbar. Erste Hilfe für die Augen. Bei der Auswahl der Sehhilfe bleibt der Chef seinen Prinzipien treu. Schnell und günstig. Hier. Okay. Should I have told him that he was shopping on the woman's side? These are the men's glasses. He bought his girl over here. Maybe I should have said something. Is that wrong? Shh. I can live with it. I can sleep at night. Any good idea how I sort of put them in socks? Is okay, or where I put them in? Put them on your face. All day? No. All day. No, no, they'll have cases. No cases. In cases, not even more easy just in a sock. Sure. I mean, I never thought about glasses in a sock, but they have a little, you want a little bag? A little zip bag for them? Everything you have is in bags, or you're gonna lose it. Oh, you can find a bag cheaper. Ja, really. Das ist doch jetzt keine handgeschliffene, mundgeblasene Spezial-Scheiß-Rote- und Schwarzbrille für den Chefoperateur der Neurochirurgie in Augsburg. Das ist eine Scheißbrille, um ein dämliches Kabel in einen blöden Stecker von so einem Funkgerät zu löten. Die kostet 1,20 Euro. Eindeutig ein Fall für Jolie. Und die Gelegenheit, mit ein und derselben Sammlung gleich zweimal ein gutes Geschäft zu machen. All das Autos ist super geil. Lincoln, only shortcut is there is no roof. There's no roof. There's no roof. So this is a good weather car only. Yeah, well, if you live in Florida, what you need? Or in California, what you need? Nice. Does this one run and drive? Oh, get the fuck in. No, 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 no. There's no brake. There's no brake. The brake is laying in my on my desk. There's no brake pressure. Why do you have to brake everything you get? He breaks everything he gets. Doctor. You know, if it's running when he gets it, it won't be running after he gets it. Hmm? Why? This car is perfect. There's nothing wrong with this car. Michael got it. Now all of a sudden it doesn't have brakes. Konnte natürlich keiner vorhersehen, dass sich bei dieser Reise ein Plan ändert. Und jetzt hat es heute tierisch angefangen zu regnen. Wir hatten ein Wahnsinnsgewitter und selbst die Russen möchten bei dem Wetter nicht fliegen. Die Maschinen bleiben also am Boden. Im Gegensatz zu Julie. Schnell schneiden, dann kriege ich nicht zu Hause Flächen. This don't film.
It's actually filled with men, so it's never been more of a cockpit than it is now. Why are you coming over here? What do you want to see? You want to see the truck not start? Here you go. One more time. Let's try that again. No, yeah. That's what we call an MTD. That's a Michael-transmitted disease. That's what this truck has. Michael? Yes? Do you pray? No. Even people that don't believe in God today. Du musst jetzt irgendwie aufpassen, dass du dir die Bremse nicht heiß bremst, weil sonst kriegst du die Karre nicht mehr zum Stehen. Bet you motherfuckers wish you had one of these now, don't you? Yeah. Hey, Opa! Was? Bleib mal was? What's going up, Miss Julie? What was that? Was ist das? Oh ja, hier, that could be a rattlesnake. Very well could be. Hier hinten ist irgendwo eine Klapperschlange. Verpisst euch da, wo ihr seid. Micha, was hörst du denn da? Ruhe jetzt. You hear that noise? Yeah, I did the one time when I thought it was here. They don't see it. If you don't see it, that's the most dangerous. If you don't see it, it's gonna strike you. Better make sure they know where it is before you go walking in there. Okay, Gabo, geh vor. Auf gar keinen Fall. Tell Olaf that. Hör mal auf zu drängen. No, really, you have to be. It's serious. Vorsicht, nichts machen, du hast eine Biene auf der Haube. Ein unwillkommener Besucher. Es ist eine wirkliche Biene. Oh, die sind selten. Oh, noch eine. Der Ingo hat ja eine Bienenstich, so eine Allergie, die ist wirklich, das wäre schlecht gewesen. Und dann ist dem Ingo so eine Biene auf der Backe rumgeflogen. Nee, das ist diese. Nee, die will nicht ins Ohr. Weg ist sie. So. Das Insekt hat freiwillig den Abflug gemacht. Glück gehabt. I didn't tell you this because I forgot, but in Arizona, the bees are Africanized. They're killer bees. They're not like the bees in Tennessee. Hey, if Ingo went like that, he would have been cuffed. They would have killed him. They would have killed him. I'm not kidding. Hey, Jack. Yeah. Ingo had one land on his face. If he went like that and killed it, what would have happened? They'll all come after him because they got some kind of scent. Yeah, pheromone they let out. Spreads fast, and then they all come. Aha. Boah, was für geile Berge, ne? Guck mal, die Berge da hinten, wie geil, ne? Die Fahrt auf der Interstate 10 führt entlang des Joshua Tree Nationalparks und dem einen oder anderen Stück Blech. And look. On the right. Oh, ah. Oldtimer, ne? Cars! Oh, man. Well, it's flying. It's a flying rabbit. It happens to Michael every time. And they're like, no, it's new, it's da-da-da. And then Michael's like, oh? And they give him this really cheap price. And Michael's like, okay, yeah. And then we get there and it's like that. Hey, listen, if you guys love me at all, you'll make Michael into one of these. So funny. But Michael's face on them. Oh my God. You look good like that. You guys need to have these made. Don't you want to be a bobblehead? So weit kommst du. Make them.